Hallo zusammen, hier ist wieder euch und ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal wieder um den Great Vault gehen und ja, da war ich mehr oder minder fleißig letzte Woche. Ich habe den am Dienstag noch aufgefüllt, weil ich irgendwie unter der Woche nicht dazu gekommen bin, großartig dementsprechend was für ein Vault zu machen. Und ja, ich brauche nämlich noch ein bisschen Sockelgedönse für mein PvP-Gear, unter anderem zum Beispiel auf dem Kopf fehlt mir noch ein Sockel und ich glaube auf den Handgelenken auch. Und dementsprechend dachte ich mir, komm, ich hau noch ein paar LFR-Bosse um, beziehungsweise den Endboss im HCRB noch gemacht, den brauchte ich eh noch fürs Mount und ich hoffe, dass das jetzt soweit geklappt hat, dass die zusammenzählen. Wir werden sehen, ich brauche nämlich 2 Slots, dass ich 4 Splitter kriege. Ich hoffe, ich habe es nicht verkackt, ehrlich gesagt. Okay, ich hab 2 Slots, okay, das ist gut. Das ist gut. Das würde ich auch noch für T-Mog brauchen, aber hier gibt es halt die Splitter, die brauche ich noch dringender tatsächlich. Und zwar kann ich mit denen, und ich habe nämlich, wie ihr seht, noch 2 auf der Bank, weil ich schon mal irgendwie nichts gebraucht habe aus dem Vault und dementsprechend dann halt die 2 Splitter genommen habe. Dann habe ich gecheckt, ja gut, mit 2 Splittern kannst du relativ wenig anfangen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie heißen die Dinger eigentlich? Belobigung ist das, ne? Bedienstetenabzeichen der Belobigung, okay. Schauen wir mal, wo die sind. Perfekt, das habe ich nicht gesehen, aber wir können es suchen. Lobigung, da haben wir sie. Und mit denen können wir uns nämlich noch einen Sockel kaufen. Und zwar bei dem da. Ich glaube bei dem, oder? Ja, genau. Wunderbar. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich mir vielleicht das T-Mog hole, ne? Aber ich muss wahrscheinlich dann eh irgendwann noch so oft in die Innie rein, dass sich das nicht wirklich lohnt. Gut, graden wir mal hier mein PvP-Teil ab. Ich habe es hier, also beziehungsweise den Sockel drauf. Ich habe es ein bisschen abgegradet jetzt auf 7 von 9. Ich habe jetzt noch ein bisschen Arena gespielt gehabt. Bin jetzt quasi über die 1950. Dann kann man das nochmal upgraden. Ich glaube, ab 2.1 kann man es nochmal upgraden. Und ja, so langsam aber stetig geht das ein bisschen hoch. Gut, jetzt würde ich sagen, holen wir uns noch ein Söckelchen. Und dann müsste ich hoffentlich nochmal ein bisschen mehr Versa auf dem Gear haben. Das ist ja im PvP ja halbwegs sinnig, wenn man ein bisschen Versa auf dem Gear hat. Ne? Möglichst viel. Es ist zwar nicht mehr ganz so wichtig, würde ich sagen, wie die letzten Season. Weil man über den Z-Bonus hier nicht mehr extra Versa kriegt, sondern halt flat Ausdauer, ne, was das Leben halt einfach ein bisschen erhöht. Aber natürlich, mehr auszuhalten ist immer nice, sagen wir es mal so. Gut, ich habe nämlich auf meinem PvE-Helm, da habe ich nämlich schon Sockel drauf, aber im PvP, seht ihr, sind die Sachen tatsächlich höher. Der ist jetzt halt 2,81 im PvP und mein normaler PvE-Helm ist halt nur 2,72, ne? Also es macht halt dann tatsächlich schon was aus. Gut, jetzt schauen wir mal, wie viel Versa habe ich dann. 33,44%, ja. Würde auch mehr gehen. Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich, glaube ich, nicht so viel Versa drauf. Ich habe gesehen, Leute haben teilweise, hier auf den Set-Teilen, ne, da ist natürlich nichts drauf, teilweise 37% Versa, keine Ahnung, wie die auf so viel kommen. Gut, die haben dann vielleicht hier auch komplett Max-Gear, ne, aber das ist schon krass. Okay, ja, das war's eigentlich mit dem kleinen Opening schon, diesmal quasi nur ein Sockel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so erhalten habt und dann sehen wir uns im nächsten Opening-Video wieder. Euchela, bis dann, ciao.